So, dann zurück zu unserem Portal. Weil wir haben jetzt nämlich die Markierung des Bosses. Und das wollte ich eigentlich auch nur. Außerdem den da, ne? Der hat mich ihm gerade umgebracht. Es gibt Rache. So. Ich habe leider jetzt die Fleischplatte gegessen, ne? Das war jetzt natürlich nicht so gut. Ja, ja, komm. Mach da nicht deinen Purzelbaum. So. Ich glaube sogar, dass der Feuerball besser ist, ne? Weil er mehr Damage macht. Ja, weil er auch brennt. Mhm. Hey, was macht er denn immer mit seiner Drehung? Das bringt doch überhaupt nichts. Ah, er kann natürlich auch durchs Feuer gehen. So. Schön Stück für Stück Schaden reindrücken. Oh, oh, oh. Er hat Kollegen. Tschüss. Da hau ich... Huch. Oh. Bin ich in eine Felsspalte gefallen? Die habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Wow. Okay, 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 okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hau schon ab. Ich hau schon ab. 7. So. Gehe ich mal hier in die Sicherheit. Hier hinten hin. So. Schön brennen, bitte. Hier muss ich natürlich aufwachen. Es sind noch mehr Feinde. Verdammt. Ah, ich laufe mal hier so im Kreis. Da ist noch einer. Hui! Ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Oh, oh. Ah, sind hier viele Feinde. Scheiße, ich sterbe. Einfach massiv überrannt. Oh nein, bitte mein Portal heile lassen. So, pennen können wir wahrscheinlich nicht, ne? Alter, schon wieder verreckt. Das ist doch wohl nicht wahr. Aber schlafen geht nicht, ne? Da habe ich mir schon gedacht. Waren wir ja gerade. Dann warte ich mal kurz, bis wir ausgeruht sind. Ich hoffe jetzt, ihr habt das Portal nicht zerstört. Ich würde das auch tatsächlich ganz gerne mal irgendwie ein bisschen reparieren oder irgendwie ausbauen oder so. Oder hier diesen Schildgenerator dahin bauen. Weil irgendwie steht mir das da ein bisschen zu ungeschützt. Bitte sei noch da. Oh Gott sei Dank. Lobet den Herrn. So. Und diesmal nehme ich fetten Magiefood, Ausdauernahrung, baller mir einen Heiltrank und einen Feuertrank. Und dann holen wir sofort unsere Sachen und verziehen uns. Ich habe ja free, ne? Ja, sehr gut. Dies einfach immer losrennen ist keine gute Idee, ne? Ist mir mal aufgefallen. So, komm mal hierher und explodier mal. Nein, nicht aufsammeln. Den ganzen Shit brauche ich gerade nicht. So, ich will meinen Stuff haben. Och, komm schon. Oh, Gott sei Dank. So, und jetzt schnell Klamotten an. Sehr gut. Und Energieschild. Und jetzt mache ich sie platt. Hä? Ach, da ist er. So. Da ist er. Ah. Hab ich schon gewundert. Und tschüss. So. Dann das Portal. Ach, das wurde gar nicht angegriffen. Sehr gut. Und tschüss. Dann haben wir hier noch Stein. War hier nicht noch irgendwo ein Krieger? Haben wir den abgeschüttelt oder was? Hey, was ist denn jetzt los? Ach, wir sind überladen. Wieso denn? Weil Dingens vorbei war, ne? Der Dingens, wer heißt es denn? Der Buff, dass wir weniger, ne? Also, dass wir einen Bonus haben. Wie heißt er denn nochmal? Wenn man gestorben ist halt.
Ich bring mal kurz Sachen weg. Weil dieser ganze Stein zum Beispiel, ich glaube, den können wir später gut gebrauchen. Und daher würde ich ganz gerne etwas davon auf jeden Fall im Blutloch haben. Und unser komplettes Inventar ist zum Bersten gefüllt. Also, gehen wir mal kurz zurück. So, und wir gehen zum Loot-Tut-Gut-Loch. Rein damit. So. Und wir nehmen außerdem aus der Portalkiste alles raus. Und dann würde ich sagen, wir bauen uns mal irgendwo eine stabile Aschenlandebase hin, wa? In der Nähe vom Boss oder weiter ins Innere? Ich würde mich ein bisschen weiter ins Innere wagen, aber hab natürlich auch ein bisschen Angst. Halt, Mana-Trank. Habe ich nur noch einen einzigen. Das wäre ein bisschen zu wenig. Da nehme ich mal so. Und hiervon ebenfalls nochmal so. Sehr gut. Feuertrank. Ach, habe ich schon. Alles klar, dann würde ich sagen, let's go. Oh, hoppla. Hab gerade noch einen Schluck Tee genommen. So, da unten ist noch Krempel. Den lasse ich mal liegen. Habe ich jetzt irgendwas aufgesammelt? Nö. Da liegt noch ein Fuffi-Stack, wa? Ne, 45er. Gut. Da ist auch eine Festung. Ich mag aber schon auch diese Steine. Mir wurde auch empfohlen von Skobast. Ich könne doch einfach buddeln. Ne? Also hier mit dem aufschütten oder ich mache mir irgendwo ein Loch rein. Also so ein Graben oder so. Das könnten wir tatsächlich auch machen. Mit Energiekugel. Ne? Mit diesem Energiegenerator. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich gehe einfach mal so. Da ist der Typ, ne, den ich meinte. Den bringe ich mal eben um. So. Zack. Da ist wieder ein Bogenschütze. Hier wird scharf geschossen. So. Ja, lieber nicht zu dicht an die Festung ran, oder? Oh. Schandflecke. Ach, und außerdem wollte ich mal hier unser Portal eintragen. Reise. So, damit wir wissen, wo wir hinlaufen müssen. Und da ist tatsächlich der Boss-Spot. Sind wir richtig dicht dran. Das finde ich natürlich erfreulich. Ich gehe mal ein Stück rein, aber... Hä? Die bekämpfen sich gegenseitig. Nee, doch nicht. Die bekämpfen Zwerg. Nein! Hallo! Ja, selber hallo. Moin, moin. Oh, hier ist ein Spawner. Da verziehe ich mich mal. Sorry, Zwerg. Und ich gehe mal hier zu dieser Festung und gucke, ob wir hier vielleicht uns irgendwo eine Base reinbauen können. Würde sich doch anbieten, oder? Diese Dinger hier, können die kaputt gehen? Ja, können sie. Achso, kein Platz im Inventar. Hä, warum nicht? Da ein Stein weg. Nehme ich lieber die Weintrauben mit. So. Und ich gehe mal nach hier oben und guck mal, ob wir hier vielleicht weiterkommen. Nein, hier ist keine Treppe. Und wir müssten hier komisch jumpen, um wegzukommen. Ich gehe mal hier lang. Oh, hier sind Möbel. Eine Bank. Hier so Tische. Überall Weintrauben. Alter. Was sind das denn für Geräusche? Achso, das ist von dem Zwergenkampf da hinten. Wollen wir uns hier eine Base bauen? Safe ist ja was anderes, ne? Oh, da ist ein Spawner. Nö. Was liegt denn hier? Aschenrebe Samen. Ja, nehme ich mit anstatt diesen Stein, ne? Davon finden wir so viel. So, ich glaube, ich ziehe mal weiter und guck mal, ob wir vielleicht doch irgendwo einen Spot finden, der ein bisschen sicherer ist, ne? Am liebsten wieder auf so einem Stein. Das mag ich eigentlich am meisten. Was war das? Da ist kristallierter Zucker. Warte mal kurz. So. Auf Wiedersehen. So, und von dem Spawner gehe ich mal weg. Und ich glaube, ich baue da oben auf dem... Oh, da auf dem Turm? Nee.
Hier ist Wasser. Hm. Oh, eine Feuerschale. Sind die vielleicht Zwerge am Boden? Ja! Hallo! Moin, moin! Cool. Hier will ich wohnen. Draußen fahren. Ach, das kann ich ja gar nicht looten. Hier darf ich nicht bauen, ne? Hm. Schade, aber in eure unmittelbare Nähe würde ich gerne was bauen. Hm. Warte mal. Ich würde gerne wissen, ob ich vielleicht da oben was hinbauen kann, aber ich glaube nicht. Hm, okay. Dann gehe ich mal hier lang und gucke, ob hier vielleicht irgendwo was ist. Ja, hier oben auf dem Stein, oder? Komm. Wenn da direkt eine Zwergenbase ist, die trage ich außerdem mal ein. Base. So. Und baue hier einfach das Portal hin. Komm. Verschiedenes. Portal. Ach, hä? War schon ausgewählt? Hat er sich das gemerkt? Huch. Oh. Ja, 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 ja. Ich kümmere mich schon um dich. Das zum Beispiel mag ich nicht, dass sie hier überhaupt hochkommen. Ne? Eigentlich müsste ich nach ganz oben bauen. Aber da kommen die, glaube ich, auch hoch. So. Bombardement. Bam! Ja, der Krieger, ne? Der hat wieder so viel Life. Na komm. Ja, siehst du, der kommt auch hier auf die Spitze. Das ist doof. Oh, 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 oh. Tut mir leid, Leute. Nicht, dass ich die treffe. Die kümmern sich drum. Gut, dann, ja, los, komm, dann lasse ich das hier. Und ich drehe den allerdings mal ein bisschen so. So zum Beispiel. Zack. Und nenne es Asche. So. Und außerdem baue ich hier den Generator. Hierhin. Geht nicht. Warum nicht? Ach so, geht. Hm. Baue ich mal hier hin. Und rein damit. So. Nein, die bringen ja alle um. Hört auf damit. Nein. Scheiße, habt ihr keinen Heiler dabei? Scheinbar nicht. Er ist gestorben. Oh, sie laufen auch durch die Flammen. Ist natürlich dann auch selten dämlich. Was ist das denn? Ich gehe da mal drauf. Glockenträger. Ach, das ist von dem Boss. Das hier ist der Boss-Spot. Jetzt sehe ich es erst. Altar der Smaragdflamme. Ring the bells. There are... The bells are not in place. Ah, verstehe. Eins, zwei, drei Glocken muss man hier anbringen. Und dann kann man den Boss beschwören. Aha. Gut. Dann ist das ja eigentlich unser Bossportal, ne? Hört mir gerade so auf. Nein! Ah, ich dachte schon, die greifen den Zwerg an. Haben sie, ne? Oh, Karamell, verkohlter Zucker. Her damit. Rauchwölkchen. Auch, passt auch nicht mehr. Oh Mann. Ja, kurz zurück, ne? Stuff wegbringen. Would I say, let's go. Noch mehr hammergeilen Loot. Hervorragend. Und wie sieht's zeitlich aus? Ist immer sehr, sehr schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Aber ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall... Oh. So. Na komm, stirb. So. Und hindurch. So.
Und da würde ich sagen, ab ins Lootloch damit. So. Sehr gut. Und wie sieht es zeitlich aus? Wahrscheinlich geht die Sonne gerade unter. Ja. Die Sonne ist gerade untergegangen. Ja, da würde ich sagen, schmeißen wir uns mal ganz schnell in eine Pofe und überspringen die Nacht. Vor allem sieht man dann auch deutlich mehr in den Aschelanden. Gute Nacht. Guten Morgen und wir gehen direkt wieder auf Tour. Energieschild sollte ich vielleicht vorher machen. Ich hau mir außerdem mal einen Feuertrank rein. Laggedy-lag natürlich. Gehört ja mittlerweile zum Spiel dazu. So, und wir gehen durchs Aschenlandeportal. Hindurch. So, hier sind wir. Und ich würde sagen, keine Ahnung, wo gehen wir denn mal hin? Irgendwo wird hier gekämpft. Ach, da. Ach, weil hier ein Spawner ist. Kann ich den eigentlich zerstören? Kann ich den zerstören? Ich weiß es nicht. Weil sollte ich, ne? Also er kriegt auf jeden Fall Damage. Ja, ich kann ihn zerstören. Gott sei Dank. Huch. Oh. Meine Fresse, sind das viele. Hm. Das war dringend notwendig. Bei so viel Karamell. So, du stirbst. Piu. Piu. Ja, ich könnte mir einen Mana-Trank ballern. Ich gehe mal hier rum. Da ist noch einer. Und sechs. Da kommen sie alle. Sehr gut. Droppen die was? Nur Grausten, okay. Gut. Dann hier hinten Bogenschütze. Und hier auch noch einer. Und noch einer von denen. So. Sehr gut. Hervorragend. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal hier ein bisschen weiter rein, oder? Ah, hier haben wir Straußenfahren. Hör damit. Gar nicht wenig. So. Uralter Topf. Ach, der ist da hinten, okay. Ach nee, das sollte ich nicht, sonst kracht das hier ein. So. Straußenfahren will ich komplett alles ablooten. Da ist noch dieser Pilz. Rauchwölkchen. Hör damit. Und her mit dem Stuff, was auch immer ich damit anfange später. So, sehr gut. Da ist noch mehr. So, Energieschild. Und ich baller mir außerdem sämtlichen Food. So. Für was auch immer da kommen mag. Da bei dem Spawner bleibe ich mal outer range. Und gehe mal hier so lang. So. Und du explodierst mal bitte. Alter, diese Geier, ne? Come on. So. Und kannst du mal explodieren? Will er nicht, ne? Ah, jetzt. Sehr gut. So, dann den Stuff aufgesammelt. Ich würde tatsächlich... Ich bin gerade am überlegen, ob wir weiter reingehen und dafür unser Reiseportal mitnehmen. Das macht Sinn, ne? Ja, das macht Sinn.
Komm, lass uns das machen. Wir haben jetzt ein Aschenlandeportal. Das muss ich noch eintragen. Das ist da. Hier so. Aschenlande Base. So. Die andere Base habe ich ja schon entfernt, ne? Die wir abgerissen haben. Ja. Gut. Dann hätten wir die schon mal. Und zum Reiseportal. Da gehe ich eben hin. Bringe unseren Müll weg. Und außerdem nehme ich das Portal mit. Oh, vielleicht sollte ich mal gucken, wohin ich renne. So. Und da ist der Stein mit unserem Portal drauf. Sehr gut. Ja, so allmählich. Würde ich sagen, ich will es nicht jinxen, aber so allmählich haben wir doch schon den Dreh raus. So. So, dein Loot. Und die beiden Krieger noch. So, und in die Mitte. Scheiße, ich will beide treffen. So, 6. Ciao. Und wo ist der andere mit dem Stern hingerannt? Keine Ahnung, weg. Wie auch immer. Wir gehen kurz zurück, bringen den ganzen Stuff weg und werden das Portal dann mitnehmen. Was haben wir denn hier noch für Loot? Hör damit. So. Und ciao. Oh. Vielleicht sollte ich erstmal Ausdauer raggen. Na komm. Vor allem, dass diese Steine so wegbröckeln und dann eben gerade, ne, da war dann so eine miese Kante. Das war voll gemein. Gemein vor allem. So, hör damit. Kein Platz im Inventar. Dann schmeiß ich Federn weg und nehme lieber den mit. Oh, Silber. Wo war das denn her? Aus einer der Vasen vielleicht? Möglich, ne? Ich gehe ihn durch. So, alles runtergeworfen und direkt wieder zurück. So, Moment, Moment, Moment. Zack. Sehr gut. Und irgendwie diesen neuen Stab benutze ich gar nicht, ne? Soll ich den mal benutzen? Vielleicht. Aber irgendwie kommt er mir ein bisschen schwächer vor. Wir können es ja mal ausprobieren. Ne? Würde ich sagen. Energieschild. Und let's go. So. Das weg. Und den weg. Sehr gut. Und ich würde tatsächlich, weil wir jetzt hier eine Base haben, die mache ich mal weg und dann würde ich mir mal... Oh, hier ist Wasser. Kommen wir hier irgendwie vorbei? Ich würde ansonsten hier mal runtergehen. Also da so lang. Warum auch nicht? Allerdings natürlich aufpassen vor sämtlichen Feinden. Da sehe ich einen Spawner. Da gehe ich mal dran vorbei. Da ist ein Zwerg. Sehr gut. Der könnte eventuell für Ablenkung sorgen, während ich hier abhau. Oh, hier ist tatsächlich alles voll mit Wasser. Wir kommen hier gar nicht durch. Ach komm. So. Ruhe jetzt. Hier ist diese Festung, wo wir eben gerade schon waren. Ja, nee, dann kommen wir hier gar nicht weg. So viel zu dem Thema. Hä, was ist das für ein Mist? Stimmt, das ist tatsächlich so eine Insel. Egal, dann gehen wir halt hier lang. So. Und das da bleibt schön, wie es ist. Die Aschenlande-Base. Ah, hier ist wieder die Zwergen-Base. Sehr gut. Da fühle ich mich doch etwas sicherer. Falls wir jetzt überrannt werden, können wir schön daher zurückrennen. Oder lebt hier überhaupt noch jemand? Oder sind die alle gestorben? Oh Mann. Was liegt denn hier? Ach, die Straußenfaser, die ich das erste Mal nicht aufgesammelt hatte, ne? Ja, naja, gut. Ich glaube, die Zwerge sind tot. So viel zu dem Thema. Hier, komm, wir probieren mal den aus. Naja. Ist er jetzt so viel besser?
Gefühlt ja nicht. So. Gut. Den Stuff hier aufgesammelt. Oh, da war Weichgewebe bei. Nein, dein Zwerg ist gestorben. Gut, wie auch immer. Da können wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Explodier mal bitte. Tut er nicht. So. Umgucken. Da kommt einer von der Seite. Und Trank. Und Energieschild. Hui! Der Geier, der nervt am meisten. Oh, der hat einen Stern. Dann bringe ich erstmal den ohne um. So. Dann dich mit Sternen. Wow, 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 wow. Der Stein von ihm hat mir so einen Schaden gemacht. Das ist ja dreist. So. Du bist tot. Und... du bist auch gleich tot. So. Piu. Auf Wiedersehen. Und du explodierst mal bitte. Tut er nicht. Nie, wenn ich das will, ne? Ah, jetzt. Sehr gut. Oh, was ist das denn hier? Ach, einfach nur ein bisschen Aschenholz. Mhm.